Du auch? 100 Hacker und Hexen haben wir gefragt. Nenne die am häufigsten umgebaute Spielekonsole. Xbox. Einen Status. Neu. Ein Versionskontrollsystem. Git. Eine RSA-Keylänge. 2048. Und eine gute Zeit zum Schlafen gehen. Nie. Dann wollen wir mal sehen, wie viele Punkte dir das eingebracht hat. Jury wettet noch aus, stimmt. Läuft? Super Sache. Ihr werdet ja immer schneller. 100 Hacker und Hexen haben wir nach der am häufigsten umgebauten Spielekonsole gefragt. Du sagtest Xbox, sagten auch 34 Leute. Top Antwort. Top Antwort. Und nach einem Status gefragt, antworteten Hacker und Hacken neu. Nee, du sagtest neu und keiner sagte das. Und wir haben nach dem Versionskontrollsystem gefragt. Du sagtest Git. Git sagten auch 36 Leute. Nenne eine RSA-Keylänge. Du sagtest 2048. Das sagten auch 23 Leute. Verschwörung. Eine gute Zeit zum Schlafen gehen. Du sagtest nie. Sagten auch. Oh. Die Fefe-Jünger schlafen? Unglaublich. Damit gehst du mit 133 Punkten aus dem. Nein? Der rechnet noch. Mit 93 Punkten aus dem Finale. Aber noch ist nichts verloren. 107 Punkte zur 200. Und. Wir sind soweit. Duden. Aber hallo. Super. So. Mikro. Bereit? 25 Sekunden. Na dann los. Auf die Plätze. 100 Hacker haben wir gefragt. Nenne die am häufigsten umgebaute Spielekonsole. Xbox. PlayStation. Einen Status. Aus. Ein Versionskontrollsystem. SVN. Eine RSA-Keylänge. 512. Und eine gute Zeit zum Schlafen gehen. Nie. Nochmal. 2 Uhr. 2 Uhr. Das hat locker von der Zeit gepasst. Aber passt schon. Wie viele Punkte das gibt, sehen wir jetzt, nachdem die Jury ausgewertet hat. Wie habt ihr euch gefunden? Ja, so ungefähr. Ich glaube letztes Jahr, oder? Auf dem C3? Auch ja, am Tisch. Wo sonst? Auch hier. Klar. Na klar. Jury ist fertig. Was? Ach scheiße, echt? Ist schon so spät? Tschüss, das gibt dann keine Punkte mehr. Mist, wieso sagt mir das denn keiner? 100 Hacker und Hexen haben wir gefragt. Nenne die am häufigsten umgebaute Spielekonsole. Du sagtest PlayStation. Das sagten auch 24 Leute. Nenne einen Status. Du sagtest aus. Sagten auch niemand. Ich finde das ein guter Status. Wenige. 100 Hacker und Hexen haben wir gefragt, nenne ein Versionskontrollsystem. Du sagtest dies hier. SVN. Sagten auch 43 Leute. 100 Hacker und Hexen haben wir gefragt, nenne eine RSA-Keylänge. Du sagtest 512. Das sagt noch genug. 11 Leute. Immerhin. Nenne eine gute Zeit zum Schlafen gehen. Nie du ging sagtest nicht. Zuerst nie, wie es sich ja gehört. Aber danach 2 und das sagten auch 20 Leute.
2 Uhr war in dem Fall übrigens die Top-Antwort. Und was waren die... Die Jury darf nochmal die Antworten auflösen. Ja, leider hat es für die 200 Punkte nicht gereicht. Das lag unter anderem daran, dass, also mit Xbox wart ihr bei den Spielkonsolen ganz vorne dabei. PlayStation, wir haben PlayStation 1, 2 und 3. Zusammen hätte es gereicht zu den 200 Punkten. So haben wir jetzt nur die Punkte für die PlayStation 1 euch gegeben. PlayStation 2, PlayStation 2 ist nämlich auf Platz 3 und auf Platz 4 kommt die Wii. So, bei Nenne einen Status, also ihr habt versagt. Online, Offline, Away, Idle, 404 und AFK, was sonst? Bei den Versionskontrollsystemen, da haben wir auf Platz 1, wie ihr richtig geantwortet habt, SVN. Immer noch, ja. Platz 2 ist Git, vielleicht mit steigender Tendenz im nächsten Jahr, man weiß es nicht. Danach, es gibt noch Leute, die haben Schmerzen, die wollen CVS und Mercurial und danach Bazaar. Ja, das nächste ist ganz toll. Also bei der RSA-Keylänge, ja, die meisten haben noch 1024, das ist ja okay. Die nächsten gehen auf 2048, das geht auch noch durch. Aber warum 16% der Hacker 128-Bit-RSA-Keys einlassen? Also Entschuldigung. Fail. Ja, Fefe sollte irgendwie mal ein bisschen bessere SSL-Zertifikate kaufen, glaube ich. Also eine gute Zeit zum Schlafen gehen ist für die meisten, wie gesagt, 2 Uhr. Danach gibt es noch 4 Uhr mit 18% und 17% gehen um Mitternacht ins Bett. Ist aber keiner mehr da. Also, ich glaube, die Schuldigen, die das geantwortet haben, sind nicht mehr hier. Die sind schon im Bett, aber... danach kommen 3 Uhr, 1 Uhr und 23 Uhr. Dankeschön. Und Dankeschön auch an Hecki und die Volksfront. Hast du Credits denen gegeben? Ich habe auch Credits. Der Fabian öffnet die gerade. Ein Dankeschön an Fabian, dass er seinen Laptop uns bereitgestellt hat. Ja, dann vielen Dank, dass ihr auch zu später Stunde plus. Ja, noch so zahlreich erschienen seid. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt. Die Software wird es vielleicht irgendwie mal geben, damit ihr das bei euch auch mal spielen könnt. Ladet uns zu euch ein, damit wir auch bei euch das spielen können.